meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein aufgebrauchtes Video, wieder Pflege und Beauty. Das Baby liegt da, seht ihr dieses bunte Zeug da? Und die Große ist da. Also es könnte chaotisch werden. Und ich fange gleich mal an, so viel ist es nicht, aber ich dachte mir, damit das Video nicht immer allzu lang wird, drehe ich es jetzt schon ab. Fangen wir an mit Zahnbürsten von Signal, Anti-Plaque Medium. Ich habe jetzt noch eine, naja, nicht in Gebrauch. Ich habe sie jetzt in Kroatien ein paar Mal verwendet. Die letzte Medium ist mir leider immer sehr, sehr hart. Das ist für mein Zahnfleisch einfach nichts. Aber ja, ich habe es jetzt auf jeden Fall eins komplett leer und eins ist, wie schon gesagt, angebrochen. Ob ich es jetzt wegschmeiße oder, nein, ich lasse es mal, falls irgendwie, ne, mal eine notwendig ist und ja, aber würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen, Medium mag ich nicht. Ich weiß nicht, wieso ich es damals mitgenommen habe, fragt mich nicht. Dann haben wir Body Lotions. Ich habe wieder zwei aus meiner Sammlung weg, zum Glück. Einmal von Nivea, die verwöhnende Soft Milk, unwiderstehlich pflegend, mit Shea Butter für trockene Haut, riecht göttlich, riecht nach diesem Nivea eingecremt, wohlfühlduft. Ich mag es, aber ich habe viel zu viele Bodylotions. Ich bin jetzt wirklich nur am Aufbrauchen. Eine habe ich, die muss jetzt noch unbedingt weg. Also muss, ne? Aber ich möchte sie unbedingt weg haben. Und genau. Also auf jeden Fall die und von Vanilla, die Bettina, von Bettina Barty, die Vanilla Bodylotion. Riecht total nach Vanille. Es gibt auch ein Parfum. Ja, oh. Beide Bodylotions riechen gut, ich finde beide pflegen sehr gut, aber ich muss jetzt erstmal leer machen. Also wenn mal was leer ist, dann überlege ich mir, welche ich kaufe. Ich habe noch eine, die ich gut finde, also naja, es ist wirklich ein bisschen schwer mit den Bodylotions, aber die müssen auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall leer machen und die zwei sind leer, zum Glück. Dann wieder zwei Produkte, zwei Duschsachen, hier auch von Nivea, die Creme Care. Ich habe im Moment Nivea-Produkte für mich wiedergefunden, finde ich sehr angenehm vom Duft und so. Ich habe es eine Zeit lang nicht verwendet, aber ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Es riecht einfach wieder nach, ja, das riecht nach dieser blauen Nivea-Creme. Das ist nicht so, weil da dieser Mandel, oder was ist denn da drinnen, Shea-Butter, ne, ist dabei und es riecht schon nach Nivea, aber nicht so, das riecht richtig nach der Nivea blauen Creme da aus dem Pottich da, ne? Die kennt jeder. Wirklich gut, auch sehr pflegend, meiner Meinung nach toll. Und von Fares Coconut Water, ist auch leer geworden, mit Kokosnussextrakt. Ist halt sehr kokosnusslastig, riecht richtig nach Kokos. Wer Kokos nicht mag, eher nicht dazu greifen. Aber ich find's toll. Es riecht so frisch, so sommerlich, so Kokosnuss, ne? Also ich finde es gut. Ich finde zwar, Nivea ist ein bisschen pflegender als die Fahrduschgel, dafür kosten die 1,70 €. Nivea ist bei uns schon bei 2 Euro, glaube ich. Oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Oder sind die vom Preis gleich? Ich weiß es nicht. Bevor ich was Falsches sage, nehme ich alles zurück. Ich weiß es nicht. Aber ich mag die Fahrduschgel alle sehr, sehr gerne. Dann machen wir mit Sios den Trockenshampoo weiter. Da waren nur noch ganz wenig drin und ich weiß nicht, wieso ich das auch bewahrt habe. Anstatt das war wirklich nur ein Sprüher, vielleicht eine kleine Sprayne, die man damit ja, besprühen konnte. Ist gut, also das ist jetzt das von Sios, wie schon gesagt. Dieses für feines und kraftloses Haar. Ich habe zwar kein feines Haar, aber ich dachte mir wegen diesem Volumen, ich mag ja immer dieses Volumen. Aber das kriegt man eigentlich von jedem Trockenshampoo irgendwie, ja. Ich habe jetzt eins von Batiste, finde ich auch gut, habe ich auch heute verwendet, habe ich auch heute gekauft und verwendet und ja. Dann habe ich zwei Deos für euch, einmal von Borotalco, das Original, das habe ich mir gekauft. Ich war bei dieser äußeren Wendung im Krankenhaus, falls ihr euch noch erinnern könnt, und da habe ich ein Deo vergessen und dort gibt es einen Bipper und da sind wir halt runter spaziert und dann habe ich mir den gekauft. Muss ganz ehrlich sagen, er riecht so ganz gut und alles. Aber der fiel einmal auf den Boden und war dann alle. Also ja, da ist auch nichts mehr drin. Es ist, man könnte es rauskürzen, das mache ich nicht. Nicht er war alle, sondern er war kaputt. Also das war hier, ne, das war, ging dann nicht mehr. Und hier ist leer. Würde ich mir jetzt nicht kaufen. Ich bevorzuge im Moment sehr gern die Sprühdeos, war aber nicht so der Fan, aber im Moment finde ich diese Sprühdeos besser. Ne? Guckt, wie das alles auseinanderfällt. Das hält auch nicht, keine Ahnung. Dann
auch, das hatte ich dann normal im Krankenhaus zur Entbindung von Nivea, das ging halt gleich schnell leer. Riecht halt sehr frisch. Ja, halt wirklich sehr, sehr frisch. Nach frischer Wäsche, hat auch gut geschützt, also ich kann mich nicht beklagen. Eine Maske von Balea, die Feuchtigkeitsmaske, erfrischend für trockene Haut, war ganz gut. Also meine Haut hat das richtig eingesogen, eingesaugt. Na, ist das Deutsch? Es war weiß, als ich es aufgetragen habe und danach ein paar Minuten war es fast wie weg. Und ich habe das einfach noch so einmassiert in die Haut. Das war wirklich nicht schlecht. Also ich muss sagen, meine Haut wird auch immer nicht mehr so, ist nicht mehr so extrem trocken wie in der Schwangerschaft. Noch schon so ein bisschen unter den Augen, aber es wird dafür definitiv besser. Was die Hormone ausmachen, das ist der Wahnsinn. Dann habe ich ein Waschgel leer gemacht von Balea, beziehungsweise, doch, das ist leer. Von Balea, dieses Med Ultra Sensitive Waschgel. Ja, ist gut, kann mich nicht beklagen. Gesundheit. Was denn? Darf ich noch eine rausziehen, eine Bumme für den Kopf, für den in der Wasserfülle? Du kannst rausgehen und eine Blume holen, ja. Aber komm dann wieder rein, okay? Ja. Dann gehen wir zusammen später. Ja. War gut, es ist so ganz sanft, riecht nach gar nichts. Ja, riecht nach überhaupt nichts. Befreit von Make-up und Rückständen. Ein bisschen so die Mascara war ein bisschen mühseliger, aber nicht schlimm. Also zweimal drüber gehen und dann passt es schon. Aber ja. Ohne Parfüm, Farbstoffe und Konservierungsstoffe würde ich mir auch nachkaufen. Hatte ich im Krankenhaus mit, genau, habe ich mir aber umgefüllt in so ein Ding. So, als nächstes habe ich von Essence Studio Nails den Nagelhärter leer gemacht. Ich habe den jetzt auch wieder nachgekauft. Der sieht jetzt zwar so von dem Chrom-Ding gleich aus, aber hat dann noch irgendwie was anderes. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Der macht immer für mich sehr starke, lange Nägel. Jetzt auch wieder nachgewachsen, gut, da ist mir ein bisschen auf der Spitze abgebrochen. Das heißt jetzt nicht, dass die Nägel perfekt werden, nein, aber er macht schon recht lange Nägel. Ich hatte sehr brüchige Nägel, weil ich den zeitlang wirklich nicht verwendet habe, aber jetzt ist er wirklich gut, wie schon gesagt, ist auch wieder nachgekauft. Dann habe ich mir für mein Wochenbett damals, das klingt so, wenn der Kleine jetzt 2 Jahre alt wäre, aber nein. Diese Prima für Tag und Nacht Binden gekauft, ne? Die sehen halt so aus, die haben auch so ein, was mich halt bei denen gestört hat, wieso ich die nicht nochmal kaufen würde, ist einfach, die hatten so ein Netzteil, so wie im Krankenhaus, aber das Netzteil war so, wie soll ich denn das jetzt sagen, damit es nicht zu sehr ins Detail geht. Es war so, so locker, ne? Gott, wie soll ich das erklären? Das Netzteil hat einfach ganz oft gestört. Nicht, dass man es jetzt so gespürt hat, aber, ne? Also es war einfach sehr unpraktisch mit diesem Netzteil. Also auf jeden Fall würde ich mir, wenn ich nochmal Kinder kriegen würde, was wir nicht planen, aber ich kann es allen Schwangeren raten, vielleicht das nicht. Kauft euch lieber Always Binden oder andere Binden, normale Binden ohne diesen Netzteil. Ich kann es nicht gut, also würde ich nicht nochmal kaufen. Hallo. Dann, wenn wir alles fast im Doppelpack machen, hallo, machen wir auch 2 Foundations im Doppelpack. Die ist jetzt umgedreht, weil da unten noch was drinnen ist und ich kriege es so nicht raus. Deswegen habe ich sie heute so auseinander, ne? Und jetzt rinnt es raus, das ist für 1-2 Mal noch verwenden. Auf jeden Fall ist es die Indefectible 24 Stunden perfektionierendes Make-up, Komfort und Chateau. Leider die Farbe so an sich ist nicht meins. Ich bin nicht ein rosestichiger Typ, ich brauche eher gelbstichige Foundations. Deswegen war die Farbe nicht für mich. Die Foundations riecht wirklich so wie eine Creme, also die Foundations riecht wirklich gut, also habe ich gesagt, dass die von L'Oreal ist, ja, ich glaube schon. Und auch so, ich finde, ich habe sie heute drauf, ich finde, die deckt gut, natürlich habe ich jetzt auch noch Concealer drauf, der nicht so unbedingt deckend ist, den habe ich auch mir heute gekauft, der ist von Essence, naja, ich bin ja normalerweise nicht so zufrieden mit Essence-Produkten, aber ich wollte es mal probieren, weil ein Concealer sehr gehypt war, aber ja. Auf jeden Fall, vielleicht in einer anderen Farbe. Ich hatte nämlich hier die 145 Beige Rose.
oder Rosé Beige, gibt es zwei Farben, ne, seht ihr das? Ja, auf jeden Fall, die ist leer geworden, würde ich mir, wenn, dann in einer anderen Farbe nachkaufen, aber die Perfect Match, die ist leicht, wirklich so ganz leicht, auch sehr, ich weiß nicht, ob ich da noch was rauskriege, das muss ich mal schauen, weil die habe ich schon länger leer gemacht, deckt auch wirklich sehr gut, es ist so, wie soll ich das sagen, so, man, wie wenn man nichts auf der Haut hätte, habe ich das Gefühl bei der Foundation, da hat mir auch die Farbe gepasst, das ist Beige Cream und das ist Beige Rose, aha, okay, ne, das, deswegen ist sie so rosa stichig, sie ist halt wirklich, okay, jetzt nicht, weil ich das auch ausgleiche und so, ne, aber wenn man sie aufträgt, sieht man das Rosa sehr, und bei der halt nicht, Hautton anpassendes Make-up. Okay, das habe ich gar nicht. Oh Gott, sieht die versifft aus. Auf jeden Fall die, da muss ich gucken, ob ich da noch irgendwas rauskriege. Ja, auf jeden Fall. Aber so für Einzelanwendungen habe ich von denen was und dann sind sie leer. Dann zwei Parfums. Eins habe ich, ist das da, das habe ich, ich weiß gar nicht, in der Handtasche gehabt. Das habe ich mir, glaube ich, mal bei Teddy gekauft. Das hat so ein 1, 2 Euro gekostet. Aber so für einfach mal drüber spülen, hält nicht lange, so ein, zwei Stunden. Ich finde es gut, also es riecht, ich kann Düfte nicht beschreiben, es riecht sehr, ich finde es ist ein bisschen ein schwerer Duft, aber das stört mich nicht. Ich trage schwere Düfte auch im Sommer, also mich stört es nicht, oder tagsüber. Also ich weiß, da gucken manche sehr drauf, aber ich halt nicht, ne? Jean-Paul Grant Signature oder so. Genau, der ist leer geworden. Und einer aus Kroatien, ob ich euch den zeigen sollte, weil den kriegt ihr hier nicht, hatte ich mal als Geschenk. Hatte ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, im WC. Ich weiß, das klingt sehr undankbar. Man kriegt Geschenk und dann verwendet man als WC-Spray oder Klo-Spray sozusagen. Aber es hat so ein bisschen so ein Oma-Duft, ne? Ich bin überhaupt nicht undankbar. Ich bin auch froh, dass ein WC roch so wirklich sehr gut, ne? Also ja. Einfach mal ist das auch leer geworden. Von Colgate Complete sanfte Minze. Ich weiß nicht, ob ich mit der zufrieden war. Komplett 8 Schutzteile da, ne? So sieht die aus. Ich glaube, die war ganz okay. Also die, was ich jetzt habe, die ist nicht so, also von der kriege ich so wie Fäden so, ne? So, also nicht schön auf jeden Fall. Aber ich glaube, die war gut, die von Golgatha. Aber ich habe es vergessen. So, jetzt kommen wir noch zu den letzten paar. Da habe ich ein Pröbchen leer gemacht. Ja, das ist ein Duft von Fleur Musc. Keine Ahnung, war mal in der Zeitschrift drin, ist aber nur sowas zum, ne, einmal verwenden. Dann habe ich von Crystal Collagen Gold diese unteren Augen, verwende ich hin und wieder, habe ich glaube ich noch zwei oder drei Stück, hatte ich mir mal bei Amazon so eine große Packung bestellt. Ist auch nicht so teuer und finde ich auch gut. Also ich finde es nicht schlecht und das persönlich bleibt, ziehe ich mir dann in den Augen ein und ja. Wieder mal zwei Pärchen, zwei Concealer leer geworden, beides sehr, sehr gute Concealer. Die Camouflage von Catrice, ich weiß nicht, wie oft ich euch die schon gezeigt habe. Ich habe sie in 020 Light Beige leer geworden, muss ich mir nachkaufen, aber jetzt mache ich mal zuerst diesen, ne, diesen, der nicht so deckt, leer. Und dann kaufe ich mir wieder meine Camouflage von Catrice. Das ist, was ich jetzt auch habe, eine Camouflage auch von Essence. Ne? Wenn man trockene Augenpartien hat, ist der wirklich gut. Manche sagen, sie finden das Schwämmchen unhygienisch, aber ich verwende es ja nur unter den Augen. Ich decke einen Pickel oder so mit dem Concealer ab. Ich finde es eigentlich nie so, dass ich einen Pickel extra abdecke. Deswegen finde ich das jetzt unter den Augen nicht schlimm. Ich wasche mich ja vorher, ne? Also ich wasche mein Gesicht und so. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so schlimm. Aber ja, da habe ich die Farbe. Leider, es kostet ja bei uns 9 Euro oder so, oder knappe 9 Euro. Ist schon happig, meiner Meinung nach. Ich finde die Farbe nicht, aber ich glaube, ich habe da die hellste Farbe genommen und er ist wirklich, wirklich gut. Also für trockene Augen, ich finde, er spendet Feuchtigkeit, ich finde, er kriegt nicht in die Fältchen rein. Ich finde ihn wirklich sehr gut. Also irgendwann kaufe ich den mir wieder nach. Ich hatte den früher mal, fand ihn nicht so gut. Da hatte ich ja so eine glänzende, wie sagt man, eine fettige Haut oder fettige T-Zone. Und bei trockener Haut finde ich den toll. So, und beim letzten Produkt ist der kleine Mann aufgewacht.
Ich zeige euch jetzt schnell das letzte Produkt. Und zwar ist das von Manhattan der Good to Glow Highlighter. Willst du mir zuhören? Das sieht so aus. Ich habe den immer ins Make-up gemischt. Es war so ein richtig gesundes Aussehen. Also ich fand es wirklich gut, aber ich wollte einfach die Sachen leer machen endlich. Deswegen werde ich mir jetzt das auch nicht nachkaufen. Vielleicht mal irgendwann, aber ich mache jetzt mal erst alle Produkte, die ich so rumfliegen habe, leer. Wie zum Beispiel sowas. Und ja, dann gucken wir mal. Aber es hatte wirklich ein schönes Ergebnis, vor allem als ich die trockene Haut hatte. Und deswegen, ja, genau. So, das war's, meine Lieben. Ich verabschiede mich auch schnell. Ich kümmere mich jetzt um meine Mäuse, der ist jetzt auch wach geworden, der Zwerg. Lea hat sich ganz gut noch beschäftigt alleine, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen raus, gell? Ihr warm? Ist euch warm? Ja. Ja, gell? Und ja, dann verabschieden wir uns und sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.